Willkommen bei Friendly Mr. Z. Heute habe ich wieder ein Blend für euch dabei und zwar ein Blend von Angus Dundee und zwar den For Pete's Sake Blended Scotch Whisky. Ja, gefärbt 40%, ne? Heißt also, ist zwar dunkel, aber auf die Farbe können wir wieder nichts geben. Und jetzt werden sich einige von euch fragen, wer oder was ist denn dieser Angus Dundee? Ja, ich bin auf die Abfüllung aufmerksam geworden, weil das ein Wunsch der oder meiner Community war. Wow, okay, ja. Ich habe die Flasche dann organisiert und habe auch noch eine zweite Abfüllung von Angus Dundee gefunden, den Double Peat. Habe die dann zusammen bestellt, also quasi eine Beifang, damit wir hier kostenlosen Versand haben. Und ja, hörte sich auf jeden Fall sehr interessant an, denn da gibt es halt auch so eine kleine Story zu, die erzähle ich aber gleich nochmal. So, jetzt werdet ihr natürlich fragen, wo erkennt man Angus Dundee? Erstmal so grundsätzlich konnte ich damit nicht so viel anfangen. Mittlerweile weiß man ja aber, oder weiß ich mittlerweile, dass denen zum Beispiel Tomintown und Glencairn gehört, ne? Also es sind halt die beiden Destillen, die denen gehören. Und ja, die füllen halt auch von anderen Destillen ab. Die destillieren halt auch dann selber über die Destillen, ist ja klar. Heißt also, ist quasi so ein ja, Rundumschlag in der Whisky-Industrie, würde ich mal so sagen. Die machen also quasi so einfach mal alles. Ne? Und ja, ab und zu findet man da halt auch Abfüllungen wieder von denen. Es gibt auch so einen generellen Angus Dundee Blended Whisky, ne? Den kriegst du halt auch in so einer Literbuddel, meistens im Travel Retail auch. Aber da habe ich halt noch nichts von gehabt. Also ist jetzt meine Premiere. Ich habe von denen noch keinen Blend oder so gehabt. Wie gesagt, Tomintown, Glencairn, klar, hatte ich beide schon im Glas. Ziemlich coole Destillen und da gefallen mir auch relativ viele Abfüllungen ganz gut davon. Ja, aber hier war ich halt sehr gespannt drauf. Wie gesagt, der war auch preislich total gut. Liegt so zwischen 18 und 20 Euro. Ich habe den für 18,30 oder 18,40 Euro oder so gekauft. Also war echt relativ günstig. Und dann guckst du halt einfach gut, ich brauch noch was für die gratis Versandkosten. Dann packst du das halt mit in den Warenkorb. Ja, hier geht es einfach darum, dass hier rauchige Single Malts vermählt worden sind mit Grain Scotch Whisky. Und zu dem Herstellungsprozess gibt es halt so eine kleine Story, die halt so auf der Flasche halt dargestellt wird. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Da ist halt so ein kleiner Typ drauf, der da ordentlich den Kamin anheizt quasi. Und da geht es halt einfach darum, dass dieser, ja, Pete quasi war so ein Maltman, der hat irgendwie mal einfach zu viel Torf zum Darren benutzt, ne? Also war einfach zu viel des Guten und die haben dann den Whisky einfach ja so gebrannt halt wie immer und am Ende kam halt da trotzdem ein sehr intensiver und sehr leckerer Whisky vor allen Dingen raus und ja, das fanden die dann so geil, dass die sogar bis heute den Whisky genau so herstellen wie der Typ, den da aus Versehen quasi gemacht hat. Ja, es war also ein Unfall und der Unfall war aber so gut, dass man das halt so beibehalten hat. Also finde ich schon eine lustige Story, dass man das auch so weiter beibehält. Und ja, ich bin halt einfach mal gespannt, wie der jetzt so sich im Glas macht. Denn preislich sind wir natürlich unter 20 Euro. Und ich hatte ja den, welcher war das? Ach ja, der Johnnie Walker Islay Origin, der war ja absolut für mich gar nichts. Den fand ich überhaupt nicht gut. Der hatte zwar eine leckere Nase, aber geschmacklich ging der überhaupt nicht. Und der war wesentlich teurer, heißt wesentlich, aber 5 bis 10 Euro teurer als der hier jetzt. Und bin einfach gespannt, wie der sich hier so im Glas macht. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir halten jetzt mal die Nase rein und los geht's. Ah, falls ihr es gerade hört, die Vöglein sind wieder da. Ich habe nämlich direkt neben meinem Whisky Room hier oder direkt neben meinem Whisky Studio habe ich ein Vogelnest. Und ja, das hört man dann öfters mal. Ich versuche immer dann zu filmen oder dann zu drehen, wenn die Vögel gerade nicht aktiv sind, aber das kann man natürlich nicht so steuern. Also, wenn ihr Vögelgezwitscher hört, ihr wisst das ja aus den Videos vorher, einfach nicht daran stören. Ich mache einfach das Video weiter. Also, ich finde, der Whisky hat sehr viel Vanille und hat auch so ein, ja, fast schon so ein erdiges Aroma, als wenn du wirklich so eine Handvoll Erde hast und einfach mal daran riechst.
oder wenn du gerade im Garten, du warst gerade im Garten, hast im Garten gebuddelt und dann riechst du mal so an deinen Fingern, an deinen Händen. Ne? Also wenn du jetzt keine Handschuhe oder sowas anhattest, dann hast du ja diesen erdigen Geruch und das finde ich passt eigentlich ganz gut. Rauch habe ich tatsächlich nicht so viel. Ist eher so leicht unterschwellige, ja, so Holzkohlegeruch. Als wenn du so Holzkohle gerade in den Grill reinkippst, ne, um das dann anzuzünden. Das ist so eher so die Rauchnote. Also noch kein richtiger Rauch, eher nur so holzkohlemäßig. Aber auch sehr süß und karamellig. Also ich finde, die Nase ist schon mal sehr interessant. Wobei ich echt sagen muss, die Vanille dominiert schon. Aber das könnte natürlich dann, vielleicht sind das die Aromen vom Grain, ich weiß es nicht, aber Grain rieche ich jetzt erstmal nicht raus. Also der prickelt nicht in der Nase, ich habe jetzt keine Klebstoffnoten oder sowas oder was ich halt sonst so bei Grain meistens habe. Also den typischen Grain-Geruch hast du hier nicht. Kann natürlich auch dafür sprechen, dass wir mehr Malts benutzt haben, ne? Und jetzt nicht, dass der Hauptanteil nicht Grain ist, sondern halt mehr Malts halt drin sind. Das kann natürlich gut sein, das wissen wir aber halt noch nicht. Oder wissen wir halt generell nicht, weil steht, glaube ich, gar nicht drauf, welcher Anteil. Gut, es ist auf jeden Fall Grain drin, aber den Grain, finde ich, riecht man nicht raus. Vielleicht schmecke ich den ja gleich raus. Also wie gesagt, so eine dezent torfige Note, eher so halt in Holzkohle, nicht so wirklich rauchig. Dieses erdige, als wenn du halt wirklich im Garten gerade gebuddelt hättest. Sehr viel Vanille, ein bisschen Karamell hinten raus, eine leichte Süße. Schon ganz cool. Oh, jetzt kriege ich noch diesen, so einen frisch abgeschnittenen Ast. Ich sag immer, das riecht wie ein, wie als wenn du an einem Holunderbaum so einen Ast abgeschnitten hast mit der Astschere und riechst dann mal da dran. Ne? So ist das so ein bisschen. Also so Dirk von Expedition Whisky würde jetzt sagen, der riecht grün. Aber dieses Grün, dieser grüne Geruch, der kommt erst so jetzt im Nachhinein. Am Anfang hatte ich den nicht so. Also für 40% finde ich, macht der echt nicht viel falsch. Wird Zeit, dass wir mal probieren, würde ich sagen. Weil ich habe jetzt gerade richtig Bock, den zu trinken, weil der macht schon echt Spaß in der Nase und ich glaube, der wird geschmacklich, oder ich hoffe, der wird geschmacklich genauso sein wie die Nase, weil das ist immer das, was ich hoffe, weil dann wäre es richtig geil. Naja, wir probieren jetzt einfach mal. Sláinte. Schade. Ach Mist, ey. Ich habe mich so gefreut. Ich habe gedacht, vielleicht macht der was anders als der Johnny Walker Black Label Islay Origin, aber hier ist es ähnlich. Der ist auch total wässrig. Der bringt aber nicht so eine... Also der bringt schon Rauch mit. Ist auch wieder dieser Holzkohlerauch, ne? Aber der hat noch so eine ganz leichte Süße und so eine ganz leichte Specknote dabei. Der bringt ein paar mehr Aromen mit, aber ansonsten ist der auch jetzt nichts Spezielles. Also schade. Ich habe echt gehofft, dass der vielleicht ein bisschen besser ist, aber der dominiert auch einfach nur Rauch und Wässrigkeit, leider. Dann probier noch mal einen Schluck. Ja, der kriegt auch hinten raus so eine sprittige Note. Der kriegt diese sprittige Note, wenn ihr mal einen jungen Grain getrunken habt, wirklich jungen Grain Whisky, der, keine Ahnung, 4-5 Jahre alt ist, dann hast du diese Note auch hinten raus. Und das ist das so, diese alkoholische Note, die hinten rauskommt, was echt schade ist. Also wirklich sehr wässrig und dann kriegt ihr diese sprittige Note.
viel, viel Rauch, viel, viel Holzkohle, dann wirklich ein bisschen Speck und so leichte Süße. Ich finde, der einzige, was noch so positiv ist, ist, im Abgang kriegst du noch so geröstete Nüsse. Aber auch nur ganz leicht. Der Abgang ist auch wieder sehr lang. Der Rauch bleibt auch da. Dieser Holzkohlegeschmack bleibt da. Aber ansonsten, ja, er ist ein bisschen besser als der Johnny Walker Isla Origin, aber jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Also ich sag mal ehrlich, also den würde ich mir nicht nochmal kaufen. Also ich würde mir den nicht kaufen, um jetzt einfach mal zu sagen, komm, ich brauche mal einen Whisky, um mal heute Abend gemütlich was zu trinken, weil dafür finde ich den nicht lecker genug. Also es gibt bestimmt Leute, deren Geschmacksprofil das ist, aber meins ist das nicht. Also ich muss irgendwie noch so einen Geschmack, was anderes dabei haben. Nur Wasser und Rauch, das ist für mich nichts. Und selbst wenn er noch ein paar Nuancen mehr dabei hat, ist die Nase wieder super, aber der Geschmack leider bleibt halt einfach auf der Strecke. Ich frage mich, warum man das abfüllt. Also es muss ja jemanden geben, der richtig darauf steht. Also vor allen Dingen auf so einen Geschmack. Und das Ding verkauft sich ja auch. Es gibt Shops, da sind die Flaschen ausverkauft. Ne? Also das muss ja wirklich auch jemanden geben, der es total gut findet. Also für die Leute ist das auf jeden Fall eine Top-Empfehlung. Weil, also wie gesagt, mein Geschmacksprofil ist es nicht. Aber wenn du wirklich darauf stehst, dieser reine, intensive Rauchgeschmack mit na, netten Nase, also die Nase ist wirklich toll, kann man nichts gegen sagen, aber der geschmackliche hast du echt nur Rauch, Wasser und wie gesagt ein bisschen andere Aromen noch, das war's dann aber auch. Also wenn das dein Geschmacksprofil ist, dann musst du hier zugreifen, definitiv. Aber ansonsten, also mich holt nicht ab und ich gebe dem Ding auch nur 2 Daumen hoch, weil Kaufempfehlung gibt es für mich da halt nicht. Also finde ich nicht so toll. Schade, ich habe mir echt mehr davon versprochen, aber naja gut, ist halt dann so. Wenn ihr den schon probiert habt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Würde mich echt mal interessieren, wie ihr den so fandet. Ob ihr den gut fandet, ob ihr den schlecht fandet. War das für euch bei einem rauchigen Whisky halt wichtig? Ne? Also muss der einfach nur rauchig sein und der Rest ist erstmal egal oder braucht der halt auch noch andere Aromen? Das würde mich mal interessieren. Ja, ansonsten gerne liken, Kanal abonnieren, folgt mir bei Instagram und bei Facebook und ansonsten habe ich noch meine Whisky-Community-Gruppe bei WhatsApp. Wenn ihr damit reinkommen wollt, schreibt mich einfach kurz an. Ich lade euch dann sehr gerne dazu ein. Und jetzt wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit. Euer Friendly Mr. Z.